guck mich an, bin der Brille zu dem Rapper. Jeder hier kennt die Brille zu dem Rapper. Wer ich bin der Brille zu dem Rapper. Der Brille zu dem was? Der Brille zu dem Rapper. Guck mich an, bin der Brille zu dem Rapper. Jeder hier kennt die Brille zu dem Rapper. Dein Blick auf die Welt, willst in deinem Leben etwas ändern? Leider fehlt's dir an Geld. Du wärst so gern ein anderer Mensch, statt ein harzer, ein Held. Doch um etwas zu ändern, viel zu spärlich aufgestellt. Du siehst es täglich in den Medien, sie schreien's quasi raus, dass Menschen geplagt vom Elend sind, sie kommen dort nicht raus. In dir ein Gefühl, das Elend ist und schrei es endlich raus. Du siehst Menschen täglich leiden, manche haben nicht mal ein Haus. Wir reden täglich über Sachen, aber eine Lösung gibt es nicht. Regen uns dann auf über Dinge wie die Maskenpflicht, Zwangsprostitution, Straßenstrich, das macht uns nichts. Nein! Nein, das macht uns nicht. Ein Mann auf offener Straße schlägt Kind und Frau. Die Leute greifen da nicht ein, sondern genießen die Show. Vielleicht ist da ja etwas vorgefallen, man kennt die Hintergründe kaum. Und anstatt zu helfen, wird dann einfach nochmal weggeschaut. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Im Irak verliert der nächste Junge sein Bein. Doch auf der anderen Seite der Welt hört man die Menschen nicht schreien. Vielleicht klingt das gemein, doch genauso wie ich's mein. Du denkst nur darüber nach, ist ich heute Rind oder Schwein. Das kann doch alles nicht sein, wir schaufeln alles in uns rein. Während Menschen draußen hungern und ersticken im Keim. Ich seh nur Hass und viel Leid, wann geht das alles vorbei? Bin ich der letzte Sehende in diesem blinden Verein? Ein Schwarzer wird geschändet auf seinen Nacken schwere Last. Nur weil irgendeinem Scheißbullen die Hautfarbe nicht passt. Egal, was vorgefallen ist und was das Strafregister sagt. Kein Mensch ist schuldig aufgrund Hautfarbe schwarz. Kapitalismus, wir tun der Welt nicht gut. Jeder schwarze Tropfen Öl hat die Farbe vom Blut. Viele Menschen sind am Ende weder Hoffnung noch Mut. Ein nie endender Kreislauf, geschrieben mit Blut. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Ich geb einen Fick auf jeden, der im Bundestag sitzt, während draußen auf der Straße ein kleines Kind Hero tickt. Ich geb einen Fick auf jedes Pseudosystem, denn genau in unserer Welt ist das System das Problem. Es ändert nix, wenn du deinen Mund weiter hältst. Du musst die Fresse aufmachen und für kein Geld der Welt sollst du schweigen. Du musst es draußen allen zeigen, wir sind Menschen dieser Welt und unser Kopf ist nicht zum Neid. Ich hab die Schnauze voll von eurem Klimawandel. Kümmert euch mal lieber um den Kinderhandel. Waffenmissbrauch und Frau mit Messer im Bauch, fast tot geprügelt und ernährt euch ein Schlauch. Wacht auf, hört auf zu ackern bis zum Tod. Widersetzt euch der Krise, dem Ausgangsverbot. Seht rot, geht auf die Streets vor euer Brot. Will mir einer meine Freiheit nehmen, dann schlag ich ihn tot. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Krank, diese Welt, sie ist krank, macht mich krank. Ich verliere den Verstand, sie ist krank. So krank, diese Welt, sie ist krank. Und sie stirbt an unserer Hand. Thank you.
Ich setz die Maske auf, weil ein Vogel nicht weint. Breite meine Flügel aus und ich fliege allein. Ich fall im Sturzflug, wach auf, zurück ins Leben hinein. Meine Welt nur schwarz-weiß, könnte bunter nicht sein. Ich setz die Maske auf, weil ein Vogel nicht weint. Breite meine Flügel aus und ich fliege allein. Ich fall im Sturzflug, wach auf, zurück ins Leben hinein. Meine Welt nur schwarz-weiß, könnte bunter nicht sein. Und die Erde dreht sich schneller, als ich laufen kann, verdammt. 1000 Steine auf meinem Weg und von zu Hause verbannt. Der Blick ins Glas ist echt ernüchternd. Trotz Pegels im Blut, Kopfschmerzen, Herz erschüttert, Leben läuft nicht so gut. Ich such den Knopf für'n Kopf, will Pause, endlich mal Ruhe. Mir fehlt die Kraft schon fast zum Laufen und das Tohuwabohu. Jeder Schritt bereitet Schmerzen, sei es Kopf oder Geist. Wenn sich Gedanken ständig kreuzen und dein Zug fast entgleicht. Das Leben spielt sein Spiel, du hast die Regeln zu kennen. Es ist egal wie müde, Bruder, keine Zeit um zu pennen. Wenn dir der Schädel zerbricht, beim Denken an ihr Gesicht, dann musst du trotzdem gerade stehen und lächeln, bleibt deine Pflicht. Mein fester Weg ist auch nur eine wackelige Brücke. Jeder Sonnenstrahl am Himmel, nur kurz wärmende Tücke. Jeder Schopf, den ich pack, nur eine Kunstperücke. Mein ganzes großes Leben winzig wie ein Stich einer Mücke. Ich setz die Maske auf, weil ein Vogel nicht weint. Breite meine Flügel aus und ich fliege allein. Ich fall im Sturzflug, wach auf, zurück ins Leben hinein. Meine Welt nur schwarz-weiß, könnte bunter nicht sein. Ich setz die Maske auf, weil ein Vogel nicht weint. Breite meine Flügel aus und ich fliege allein. Ich fall im Sturzflug, wach auf, zurück ins Leben hinein. Meine Welt nur schwarz-weiß, könnte bunter nicht sein. Um mich herum zu viel Geräusche, kann mich selber nicht hören. Tief im Innern zu viel Stille, die den Teufel beschwört. Gift wie Schwefel, meine Stimme, die mir selbst nicht gehört. Schrift gut in meinem Kopf, das mein Umfeld zerstört. Denn ich hab nicht, was ich brauche und ich brauch nicht, was ich hab. Sonst strahlen seh ich keine, denn ich schlaf den ganzen Tag. Nagel selber meinen Sarg und geh alleine in mein Grab. Fühl mich selber viel zu schwach, doch für mein Mädchen bleib ich stark. Denn immer, wenn's mir schlecht geht, dann umarmt mich meine Tochter. Werd in ihren kleinen Armen groß, fühl mich nicht als Opfer. Trag Narben Harry Potter und geh weiter meinen Weg. Augen kratzen, Lunge pfeift, ich bin froh, dass ich noch leb. Ich lass gehen, was ich eh nicht kontrollieren kann. Dunkle Schattenseiten lass ich nicht mehr an mein Leben ran. Darf den Fokus nicht verlieren, durchbreche jede List. Wer tut, was er schon kann, der bleibt nur, was er schon ist. Ich setz die Maske auf, weil ein Vogel nicht weint. Breite meine Flügel aus und ich fliege allein. Ich fall im Sturzflug, wach auf, zurück ins Leben hinein. Meine Welt nur schwarz-weiß, könnte bunter nicht sein. Ich setz die Maske auf, weil ein Vogel nicht weint. Breite meine Flügel aus und ich fliege allein. Ich fall im Sturzflug, wach auf, zurück ins Leben hinein. Meine Welt nur schwarz-weiß, könnte bunter nicht sein. Psychic Beats. Beats that make you stand out. Das war kein Joke, dass ich für den Toast einen Song mach. Ja, ich bin broke, ab und zu stoned, dicker, so what? Danke Merlin für die Plattform, die Liebe und Respekt. Auch wenn die Battles cringe waren, ja übertrieben wack. Warst du immer korrekt zu mir und das hab ich auch respektiert. Lieber an den Toast, Digga, ich bin Ghost. Der Cringe-Faktor, der nicht mehr existiert, oh no. Ohne bloßes Entsetzen oder hohles Versprechen, ich würde sogar mein letztes Toast mit euch sprechen. Ja, YouTube oder Twitch, Gutes oder Cringe, seit Tag 1 dabei, mein Herz blutet für den Shit. Immer noch mit dem Bass in jeder Cypher geburnt. Ich habe Geister beschworen, das hat die meisten empört. Ich bin selbst daran schuld, was jetzt daraus wurde. Heutzutage ist dieses Battle like Classic und Kult. Wenn ihr ein Geist anwesend sein sollte, so möge er. So, ihr habt ja den Titel ja schon gesehen, ja? Der gute Genius ist heute im Release Talk, ja? Ihr kennt den Release-Talk noch nicht, dann werdet ihr ihn jetzt kennenlernen. Auf jeden Fall, so, ich bin jetzt da. Hat noch alles zeitlich gepasst, denke ich. Ja, ein Stündchen haben wir auf jeden Fall noch. Da können wir ein bisschen quatschen. Und ich hoffe, dass ihr dabei seid und Spaß dran habt. Ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, der gute Genius. Haben wir auch schon auf meine Welt von Genius reagiert gehabt. Ja, und das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hier die Oft-Hören-Jungs haben bis jetzt immer gute Arbeit geleistet. Auf jeden Fall. Und ja, wird es heute genau der gleiche Fall sein? Wir sind gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. So, mal gucken. Das kriegen wir alles hin.
So, und ich hoffe, ihr seid bereit. Ne? Heute gibt es den Release-Talk. Nicht vergessen, holt eure Freunde hierher. Jetzt wird das Geflügelchen hier, ja? Der gute Genius, der geht jetzt gleich mal hier rein. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall im Chat. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, wird heiß. Oh yes, es wird auf jeden Fall heiß. Und hier, JX Nick 2701. Yo, yo, was geht? Was geht bei dir? Ja, hier weiß sie ja, was geht. Release Talk. Ja, ich hoffe, der Name ist nicht zu komisch. Dardi, auch am Start. Schön auf jeden Fall. Und Ginny ist natürlich auch im Chat. So muss ich, so will ich das sehen, ja. So, wir werden jetzt mal kurz den guten Genius noch mit rüberholen. Zack. Mal gucken, ob er antwortet. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Jo, du musst hinten den Ton ausmachen, damit keine Rückkopplung kommt. So. Du musst hinten den Ton ausmachen, damit keine Rückkopplung kommt. Soll ich den Handyton ausmachen oder den Fernsehton? Den Fernsehton. Den Handyton ausmachen oder den... Der gute Fernsehton. Jö, der gute Fernsehton ist aus. Der gute Fernsehton ist aus. Pain Puppet 666, Dankeschön auf jeden Fall für deinen Follower, ja. Sehr, sehr ordentlich von dir. Und natürlich könnt ihr das nachmachen, ja. Ich bitte drum. Wir müssen größer werden, ja. Ich bin ja schon, ich bin groß genug, aber die Ghost Gang kann größer sein, ja. Wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall sehr nice, dass jetzt schon ein paar Leute hier reingeschallert haben. Ja, ihr Wichser. ihr kommt nicht wegen mir, ja? Ihr kommt nur wegen den Gästen. Ich werde mir das vormerken. Nein, Spaß, alles gut. Hab euch alle lieb. Nur Liebe, ihr wisst Bescheid. Nur Liebe! Und ich werde jetzt mal gucken hier. Ihr wollt ja auch gerne den Genius sehen. Ja? Mal schauen. Da ist er doch. Ja, aber ich habe den Namen noch gar nicht eingetragen. Geil. So, was du hier siehst, ist jetzt gerade Mucke von mir. Warte. Wo haben wir das? Ich mach das jetzt mal weg. Ghost Together. Was ist das? So, jetzt ist besser. Jetzt sieht man da unten ein Video, ne? Wie du da unschwer erkennen kannst. Bist du da oder bist du gerade ein Standbild? Ich bin da. Ich hab die Latenzzeit gezählt. Sehr gut. So, was, wenn ich wieder Zeit habe, komme ich in die Tine Wittler mit vorbei und was? Und machen wir klar Schiff bei dir. Okay, warum nicht, Crazy Tomorrow? Komm vorbei hier, Tine Wittler-mäßig, ja? Immer gern gesehen, Tine Wittler. Ich kann gut kochen, habe ich gehört, ja? Und ich bin immer ein Verfechter der guten Kost. Oh, guck mal da, Milky Way. Schon wieder am Start. Wartet ganz kurz, ich muss das ändern. Das hätte ich natürlich auch machen können. Das habe ich vergessen. So, dann nehme ich den Genius. Zack. Gucken, ob es passt. Machen wir passen. So. Ja. Das ist geil, das ist cool. Ja, noch ein bisschen mittig, damit das perfekt ist. Ja. So kann man mitleben, oder? Ja, damit kann ich leben. Sehr gut. Die Farbe ist auch sehr, sehr knackig. So kann man das machen. Ein bisschen größer noch. Ja. Nicht damit dann jetzt auf einmal die Hater kommen und sagen, guck mal, der Name ist viel größer. Ja. Der Gast. Nee, wir sind heute haterfrei, glaube ich. Heute haterfrei? Nee, ja, generell keine Hater. Ja. Generell ist immer wenig Hate. Das, was auch schön ist, ja. Kann ich auf jeden Fall was mit abgewinnen. So Leute, ihr seht, Ghost Talk, eigentlich Release Talk, ja. Aber hier der Ghost Alk ist natürlich wieder am Start. Und ja, Genius, wie geht's dir erstmal? Ja? Mir geht's gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ansonsten geht's mir eigentlich wirklich gut. Mir geht's gut. Das ist natürlich die Hauptsache, ja, dass es den Gästen natürlich auch gut geht und dann nichts mangelt. Ne? Hier ist die Kerne, muss ich reingucken. So, und ja, was hast du so für Gefühle? Ne, weil ich tue ja heute drauf reagieren. Ja? Und
Mein Gefühl, wie du drauf reagierst, oder mein Gefühl, wie alle drauf reagieren? Sagen wir erstmal so das Gefühl, wie erstmal ich darauf reagiere, ne? So, der Esel nennt sich ja immer zuerst. So, und danach und danach natürlich, wie die Leute darauf reagieren, ne? Was du dir davon erhoffst oder was du denkst so, was er jetzt. Ich glaube, also dich kann ich da schwer einschätzen, aber du hast ja vorhin schon, als wir ein bisschen gesprochen haben, gesagt so, boah, das ist immer ganz schlimm, wenn es dann so in die tiefe Schiene reingeht. Und der Song ist auf jeden Fall in die ganz, ganz tiefe Schiene. Extrem tiefe Schiene. Und ich glaube, da wirst du, genauso wie alle anderen, relativ gleich drauf reagieren. Ich glaube, das ist ein Song, den ich halt wirklich aus dem Herzen geschrieben habe, der extrem von Herzen kommt. Und ja, ich hoffe, der geht genauso in euer Herz wie in meins. Ja, ja, also ich würde sagen, wir werden uns das natürlich ja gemeinsam reinziehen. Ja, ist ja klar. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall auch. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, auf meine Welt habe ich ja schon reagiert. Und krank haben wir jetzt gerade auch, gerade kurz gehört. Ne? Wie gesagt, das ist eine spontane Sache. Wir haben das so gesehen erst gestern eigentlich eingefädelt. Ja? Eigentlich ist ja die Geschichte so, wenn ich das mal jetzt mal erzählen darf. Ne? Genius, weil du keinen Stress damit hast. Mach raus, immer raus. So, gestern, war das gestern? Ich glaube, ja, ne? Gestern. Ja, war gestern. Da genau, wo ich mega hart genervt habe. Nee, ist auch kein Problem, ne? So, die ein oder anderen wissen ja, dass ich halt in den Ems halt nicht sofort am Rumsliden bin, ja? So, da mache ich nicht den Silver Surfer, ne? Und bin dann sofort da am Start und surf mal hin und hier. Nee, ist leider nicht der Fall. Und das wusste Genius ja auch, ne? So, dann ist er hier natürlich mit einem schlauen Move, ja? Ist er direkt mal hier reingekommen, der wusste ja, hier kann ich dem Chat nicht entgehen. Ja? Und hat dann natürlich dementsprechend mich darauf hingewiesen, ja, dass ich mal meine Nachrichten mal durchgucken sollte. Was ich dann natürlich gemacht habe, nachdem der Stream leider im roten Bereich war, ja, jetzt ist ja alles im grünen zum Glück, ich hoffe, das bleibt doch so. Und dann habe ich ja den Stream ausgemacht, habe dann noch währenddessen noch ein bisschen am Handy geguckt, ne? Und auf jeden Fall habe ich dann alles durchgeguckt, habe dann natürlich dann gesehen, dass er halt die Idee hatte. Dankeschön! Dankeschön auf jeden Fall für den Follower, ja? Puppe! So, der Puppe, ja? Mit ein paar Zahlen. Puppe 10, was war das? 1003, ja? 1003 Puppe, Dankeschön. Auf jeden Fall, Liebe geht raus. So, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall hast du da eine Idee gehabt, so dass wir so einen Ghost Talk machen könnten. Ja, oder hier ja, so einen Release Talk, so gesehen. Habe ich ja jetzt halt einfach dazu entschieden, dass wir das eher Release Talk nennen, ja. Und dass die Idee halt bestanden ist, dass du halt gesagt hast, okay, wir könnten uns das gemeinsam reinfahren, ja. Und einfach mal direkt eine Reaction darauf machen. Also direkt, wenn jetzt der Song rauskommt. Ja. So. Und dass du dann halt auch mit reinkommst und wir gemeinsam reden. Du hast ja natürlich noch gesagt, wenn das jetzt halt nicht so alles klappt, technisch und so, ja, dass wir das auch so machen könnten, dass du in den Chat reinkommst und so, wie wir das normalerweise ja machen. Aber dann ist die Verbindung nicht so krass, finde ich, als wie wenn man dich jetzt dabei sieht, ja, und dich natürlich dabei hört. Weil du kannst dann natürlich dann sofort direkt was dazu sagen, ne? So wie dein Empfinden war, wie du das Ganze halt aus deiner Perspektive halt, ne, erzählen könntest. So. Ja, klar. Und das war mir halt auf jeden Fall wichtig. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ja? So, lange Rede. Und sehr kurzer Sinn. Kurzer Sinn, ja. Man kennt mich ja für meine langen Reden, die ich immer schwinge. Ja, wir können ja mal auch noch mal ein bisschen schnacken, zum Beispiel zu dem, wie wir dazu gekommen sind, ne? Also wie wir uns dann kennengelernt haben. Ja, das war ja dadurch durch die Reaction. Ne? Da kannst du ja auch mal ein bisschen was dazu sagen. So. Ja, theoretisch gesehen bin ich ja auf dich gekommen, weil du damals auf Miley reagiert hast. Genau. Auf Puff Peng. Grüße gehen raus an Miley auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auch meiner Seite. Ja. Definitiv. Und da hast du drauf reagiert und dann wusste ich werde in Zukunft auch bei Aufturnen den nächsten Song droppen so. Und ja, da warst du halt ein fester Ansprechpartner so in der Liste dessen, die da drauf reagieren sollen, ne? Ja, und dann habe ich dich einfach angeschrieben. Ich glaube im Live-Chat sogar, ne?
Ich glaube, ja, im Live-Chat war das, ja. Ja, ich habe mich im Live-Chat angequatscht und habe dir dann gesagt, so und so sieht's aus und dass ich auch einen neuen Song droppe und du hast mir gesagt, schick rüber, fertig aus. Und ja, so sind wir, glaube ich, einfach das erste Mal wirklich irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja, und bis seitdem, du likest meine Storys, ich like deine Storys, du quatscht mich voll, ich quatsch dich voll. So muss es sein, ne? Also nicht jetzt kommen und sagen, Prime ist der Einzige, der rum die ganze Zeit nur am Labern ist, ja. So gesehen, als nee. So viel am Reden ist, ja. Der Genius, der hat natürlich da auch einige Leichen im Keller, die er raushauen kann, ja. Leichen im Keller ist schwierig, ich wohne im Keller. Oh, aber vielleicht im Abstellraum vielleicht. So. Man weiß es nicht. Ja, krass, wirklich jetzt im Keller? Du bist jetzt gerade im Keller? Nein, wie nennt man das? Ich glaube, man nennt das Erdgeschoss. Ne? Oder mein nee, Erdgeschoss wäre ja ebenerdig. Und bei mir ist es so, ich wohne quasi zur Hälfte im Boden, zur Hälfte aus dem Boden raus. Subparterre heißt das, glaube ich. Boah, da kenne ich mich gar nicht aus. Aber ja, also krass. Könnt euch jetzt, also ja, so halb. Also meine Fenster sind so ein Stückchen über dem Boden. So. Souterrain, genau, ja. Das. Ja, Souterrain, genau. Falsch ausgesprochen, der Boy. Nee, ja. Dann weiß ich ja direkt Bescheid, ne? Ja, aber, so. Aber es ist nicht so, dass man hier nicht wen vergraben könnte, also. Mr. Eichli, ja. Yeah. Also für Unterhaltung ist auch gesorgt, weil Mr. Eichli, darf man auch nicht vergessen, der ist auch ein Stammzuschauer auch, ne? Der ist wirklich auch immer dabei und der hat immer gute Sachen, die er natürlich mit beibringt, ja, so in den Chat, ja, und gute Gedankengänge, aber manchmal oder öfter, ja, macht er halt mal diesen Troll, ja. Also nicht immer alles böse nehmen, also ne, der gute Mr. Eichli, ne, der macht ja auch immer einen Kappa davor, ne, oder danach. Oder macht er halt seine Standard-Smileys immer rein. Ja. Aber er hat hier, das war die Anspielung, glaube ich. Genau, mit NASA, genau. Ja. Ja, aber damit man auch direkt Bescheid weiß, ne, fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, auch die im Chat sind, ne. Mr. Eichli müsste jetzt eigentlich jedem ein Begriff sein. Nee, war auch lustig, weil gestern... Waren wir das gestern oder vorgestern? Da sind wir auch rüber geradet zu Fab One. Und da hat Mr. Eichli dann auch so die Scherze gebracht, die er sonst auch hier im Chat immer macht. Und der Fab One hat da ein bisschen anders reagiert. Ne? Der hat dann direkt angefangen zu verteidigen. So und da habe ich gerade so: Ey, nee, alles cool. Ja? Der meint das gar nicht böse so. Ja. Deswegen, ne? Oh. Also, Mr. Eichli. Hey, ich meine, was soll der Blödsinn so, ne? Wir sind doch hier auch ein bisschen, um Spaß zu haben, so. Genau, ne? Der bringt halt wieder so ein bisschen den Unterhaltungsfaktor mit rein. Dass es halt nicht alles zu statisch ist. Oder ne, alles ein bisschen zu verkrampft oder sowas. Ne? Dann, das ist das Gute halt bei Mr. Eichli. Muss mal kurz einmal hier nebenbei meine Benachrichtigungstöne ausmachen, ansonsten nervt uns hier gleich irgendwer. So, jetzt. So, aber jetzt siehst du ja, ne, also. So schaut das Layout aus bis jetzt. Ne, mal gucken, vielleicht wird es auch mal ein Update geben. Habt ihr schon? Ist doch aber ansprechend. Ja, ist noch alles im Bau, sagen wir es mal so. Ne? Weil ich habe das halt noch bekommen, ne, vom Schnitzel. Ne? Grüße gehen raus. Und wir haben da schon eine Idee gehabt, dass wir dann auch irgendwie vielleicht den Bildschirm da unten vielleicht größer gestalten und wir dann irgendwie vielleicht so. Untereinander sind, weißt du, ich meine? So auf einer Seite, damit man dann direkt den Bildschirm groß hat. Wir sind dann auch noch zu sehen und ja, so wie ich es damals hatte. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und das ist, denke ich mal, der nächste Step. Das machen wir auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir auf jeden Fall dann eine Stunde natürlich jetzt mal ein bisschen Talk vollkriegen. Ne? Was können wir dann noch, was können wir fragen? Ist halt spontan, ne? So, jetzt Ding. Müssen wir eine Stunde quatschen, auf jeden Fall. Also, genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind denn gerade bei uns hier? Kann man das irgendwo sehen? Jetzt hier im Stream sind gerade 5, wie ich gerade sehe. Ja, dann sind doch schon mal 5 Fragen direkt schon mal geklärt. Jeder eine Frage. Ja, mal gucken, ob da jetzt auch alle 5 auch aktiv im Chat sind. Ne? Denn ich schmeiße mir direkt raus, direkt gebannt. Also, Dadi ist auf jeden Fall jetzt gerade aktiv. Ne? Der schreibt gerade 10. Bei Sehr mir werden 5 angezeigt, aber. Ja, vielleicht hängt das ein bisschen nach mit der Zahl. Das kann ja, dann knallt jetzt erstmal jeder erstmal eine Frage hier rein, egal ob an dich oder an mich, und dann wird schon einer drauf antworten. So, dann guck mal, ich fange direkt mal an, ja, wenn ihr so langsam seid. Ach so, nee, da ist ja schon einer. Emporio Armani hat auf jeden Fall schon einen rausgeknallt. Dann
Soll ich die mal sagen oder willst du die selber direkt beantworten? Ja, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Was ist das für eine Frage, Alter? Ja, ich weiß nicht. Erklär du es mir. Ja, ja, wegen deiner Vogelmaske wahrscheinlich, ne? Der Unterschied zwischen mir und einer Ente? Ja. Boah, der Unterschied zwischen mir und einer Ente ist, dass ich tiefgründiger bin. Okay, also die Ente ist nicht so tiefgründig. Nee, glaube ich nicht. Es sei denn, es ist ein Haubentaucher, oder? Ja. Aber ist ein Haubentaucher eine Ente? Aber man könnte das natürlich auch ein bisschen so sneaky-mäßig verpacken mit Entertainment. Ja. Ist ja auch eine Ente, ne? So gesehen. Entertainment ist aber auch eine krasse Liga. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein harter Fanboy auf jeden Fall. Aber macht schon gute Sachen auf jeden Fall. Aber Genius, ja, ne, auf jeden Fall auch. Ist natürlich ein bisschen was anderes, ne? Geht natürlich in eine andere Richtung. Ich glaube, bei der Ente geht es ja mehr um, ja, der macht ja auch viel mit Gestiken und so, ne? Ich habe jetzt gerade dich hier einfach mal eingestampft und hab dir dann schön dann, ne, so erklärt auch immer gern dabei. Ja, ist ja immer sehr, sehr, sehr Pantomime halt, ne, so ein bisschen. Alles dabei. Genau, sehr, sehr Pantomime-mäßig, aber auch mit bösen Punches, aber auch halt, wie soll man das sagen, halt, dass es halt auch ein bisschen Splatter-mäßig in die Ecke geht, ne, aber trotzdem Battle-Rap mit ein bisschen Splatter drinne. Ich finde es nicht zu Splatter-mäßig, deswegen finde ich eigentlich ganz gut, ne, weil da mehr die Punchlines im Vordergrund stehen, anstatt dieses Splatter-mäßige. Aber das gehört halt auch dazu. Also ich persönlich bin ein übelster Ente-Fanboy, ganz im Ernst. Also ich feiere jedes einzelne Lied von dem. Es gibt nichts, kein einziges Lied, wo ich sagen würde, nee, keins. Aber Genius, ne, nochmal zum Vergleich, würde ich sagen, dass der Vogel so gesehen, ja, mehr Deepness hat. Ja? So, da geht es halt mehr um die Tiefe. So, Entertainment hat natürlich auch tiefer gehende Songs, aber der steht nicht dafür. Ja. Ne? Nee, wenn du dir mal, ich weiß nicht, wie intuit du bist, aber wenn du zum Beispiel, wenn du den Song von Entertainment Sternenkinder kennst, boah. Nee, noch nicht gehört, aber werde ich nachholen. Ganz, ganz, ganz böse. Also, aber was Sternenkinder sind, weißt du? Das sagt mir was. Aber jetzt nicht so wie Metasinger oder so. Also Sternenkinder sind halt Kinder, die tot auf die Welt kommen. Oh, okay, nee, dann war das doch was anderes, was ich gedacht habe. Ja. Und da hat er einen Track drüber gemacht und das ist schon, also, puh, da ist die Ente auf jeden Fall ganz, 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 ganz deep into it, so. Wer den so ein bisschen verfolgt, weiß ja auch, dass das halt eine Tatsache ist, was er da erzählt. Und ja, das ist schon böse auf jeden Fall. Schwierig. Also der kann auch ganz, ganz doll in die Tiefe gehen. Klar ist der oft oberflächlich und der ist sehr, sehr drogenfixiert und auf seinem Film, den er sich fährt, aufgrund von verschiedenen Substanzen. Aber trotzdem hat der schon also auch wirklich Deep Talk ab und zu. Und ich, wie gesagt, feiere den sowieso durch und durch, jedes einzelne Lied. Egal, ob es Hardcore-Punchlines sind oder ob es halt um die Tiefe geht. Ich finde den wirklich, wirklich gut. Das ist auch wichtig, ne? Also, dass man auch facettenreich ist. So. Und da kann man natürlich auch wieder auf deine Musik auch schließen. Weil da habe ich auf jeden Fall auch schon Facetten halt auch gesehen, dass du natürlich auch ein bisschen mehr in das Diepe gehst und mehr vielleicht sozialkritisch, ja, so würde ich jetzt mal sagen, also würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich würde sagen, meine Musik ist also insofern vielfältig, also ich habe ja noch nicht so viel gezeigt von dem, was ich mache. Es gab ja damals den Kranksong und der war ja sehr, sehr politisch angehaucht und auch sehr, sehr meinungsstark. Dann war ja lange Pause und es kam Meine Welt. Und Meine Welt war, glaube ich, so der erste Einblick in das Ding, so, wer ist das? So, ne? Mhm. Vorher war das einfach nur so ein Typ mit einer Vogelmaske, der sich gar nicht gezeigt hat. Und auch in Storys nicht und auch in Beiträgen nicht. Man hätte mich da nie gesehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht aber auch, weil ich nach dem Kranksong eigentlich mehr in eine Schiene wollte. Tatsächlich wie Entertainment, ein bisschen mehr auf die Fresse Rap. Aber die mir würde da gar nicht genug Futter zu einfallen. Also, für mich entsteht, meine Musik entsteht aus meinem Kopf, aus meinen Gedanken so. Und meine Gedanken sind alles andere als auf die Fresse. So. Also du bist halt auf jeden Fall nicht so mit Battles oder sowas, ne? Also das ist dann. Also ich glaube schon, dass ich extrem vernichtende Texte schreiben kann.
wo es dann auch nicht mehr Message over Ästhetik geht, so, sondern wo halt dann auch schon wirklich direkt drauf losgeprügelt wird. Aber das ist halt nicht der Augenmerk. Für was? Warum soll ich irgendwen beleidigen? Warum soll ich irgendwem sagen, dass er scheiße ist, obwohl jeder irgendwie seine Daseinsberechtigung hat? Und ich glaube einfach, dass ich mir da eine Lücke rausgesucht habe und eine Gefühlsbasis rausgesucht habe für meine Musik, die kein anderer macht. Ich kenne niemanden, der das auf meiner Schiene fährt. So, ich kotze den Leuten vor die Füße, was ich fühle. Fertig. Ja, und das ist auf jeden Fall auch lyrisch auch wertvoll. Also ich finde es auf jeden Fall von den Lines her und so, hat mir das auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, habe ich auch gesagt. Ne? Also so wie es halt auch, wie es gebracht wird. Ne? Also zum Beispiel, ne, nochmal Props an den nackten, also an den oberkörperfrei Dude, ja. Das ist mein Vater. Shoutout geht raus an meinen Vater. Shoutout. Auf jeden Fall, der ist direkt im Kopf geblieben, so, ne? Und du warst ja auch dort, oberkörperfrei mit Maske und ja. Auf jeden Fall, ich fand das auch sehr nice, wie das auch mit dem Video alles in Verbindung gebracht worden ist, ne? Also da auf jeden Fall Props dafür. Und jetzt gehen wir natürlich zur nächsten Frage, ne? Weil wir wollen natürlich auch die... Warte, wenn wir jetzt die Props für das Video verteilen, dann muss ich die Props ganz klar von mir abweichen und direkt weitergeben an Robin Ege. Also wer den nicht kennt, der hat was verpasst. Okay. Das ist ja mein Videograf und der hat die Ideen. Ich schicke ihm den Song oder wir schicken ihm den Song. Er hört den Song und er ruft 20 Minuten später an und das Ding steht. Und ja. Ja, das ist produktiv. Das ist produktiv und Liebe zu dieser ganzen Sache. Also da merkt man auf jeden Fall, dass der auch dahinter steht. Ja, das ist auch sehr wichtig, ne, dass man dann sofort selber die Idee dafür hat. Und sofort auch Eigeninitiative nochmal mit einbringen. Ja, so sollte es auch am besten sein. Ne? Ist leider nicht immer der Fakt so, aber ihr habt da auf jeden Fall schon guten Draht und da auf jeden Fall Props. Ja, so, wir gehen jetzt aber mal weiter, damit wir natürlich nicht die ganzen Leute hier vor dem Schlips treten. Ne? Wollen wir natürlich auch nicht. Der Dadi, ja, der fragt nämlich auch, seit wann machst du Musik? Ja, Mr. Eichli sagt raus, der ist raus. Weil nur 7 Zuschauer. Mr. Eichli, gerade sind es 8. Ja? Vielleicht ist es auch mehr, keine Ahnung. Also bis jetzt wird mir... Ja, jetzt sind es 7, also kannst du auch drinnen bleiben. Also ist noch nicht unter 7. So, also seit wann machst du Musik? Also oder seit wann mache ich Musik? Ja. Das ist gar nicht so schwer zu beantworten. Ich war damals 15. Und damals gab es eine Crew bei uns in... weiß nicht, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, bei uns aus einem Ort, wo ich in die Schule gegangen bin, da gab es eine Rap-Crew, die hieß damals Twin City und da gab es noch eine andere Rap-Crew, die hieß Bow Section und die haben angefangen Mucke zu machen und das fand ich mega geil, so, ne, weil das war das erste Mal, dass in meinem direkten Umfeld irgendjemand Musik gemacht hat und dann habe ich mir gedacht, boah, das willst du auch machen und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe einfach was geschrieben und dann habe ich mich mit ein paar Jungs zusammen connected, und wir haben angefangen, dann ein paar Texte zu schreiben und haben die aufgenommen, so richtig billig, so mit so einem PC-Mikrofon, so diese kleinen Dünnen, weißt du, wie ich das meine? So wie von so einem Headset. Und da haben wir angefangen, Musik zu machen. Und dann ging das ziemlich schnell, dass tatsächlich ich dann auch mal bei diesen Bow Section Jungs, die für mich damals eine Riesengröße waren, die haben bei uns damals im Youth zusammen Konzerte gegeben, mit heute, oder damals Pimpulsiv, heute Trailer Park, mit Timmy Hendrix und Skinny Chef oder mit Casper, der war auch da. Und das hat einfach so, die haben so abgerissen damals bei uns im Youth, so dass der Schweiß von der Decke getropft ist, theoretisch. Und das wollte ich auch. Ja, und da hat das Ganze angefangen. Und dann habe ich angefangen, Mucke zu machen. Wie gesagt, damals zu der Zeit, wo Casper auch angefangen hat. Der auch aus Büsingfeld kommt. Grüße gehen raus an Casper auf jeden Fall. Ja. Und so hat es angefangen. Dann habe ich eine ganze Zeit lang Musik gemacht, aber das war einfach, das war mehr so Kinderstube. Ich hätte bestimmt dranbleiben können, bin dann aber zum Bund gegangen, war dort 8 Jahre, habe dann meine Umschulung gemacht, habe dann einen Arbeitsplatz angefangen und irgendwann, kurz vor dem Kranksong, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, was aus Deutschrap geworden ist. Weil ich nur noch Lalala, nur noch Lelele, nur noch Koks, Pushen, Nutten, Ferraris, die ja jetzt Raris heißen. Die Raris. So. Und es wird nur noch gepusht und nur noch gedealt und nur noch verseucht und nur noch Xanax und nur noch Lean in die Sprite. Und das hat mich einfach angepisst. So, weil da
keine Realness mehr bei war, so. Weiß ich nicht, das war einfach kein Rap mehr. Und dann habe ich mir gedacht, das ist wie die Pest geworden. Und da auch wieder Shoutout an meinen Vater, der dann zu mir gesagt hat, naja, dann kauf dir doch eine Pestmaske und mach endlich was dagegen. Einfach eine Pestmaske. Ja, so, kauf dir einfach eine Pestmaske und tu was dagegen. Ja, und das habe ich wahrgemacht. So, ich habe im Internet geguckt nach einer Pestmaske. Und da kam diese Rabenmaske, Vogelmaske, die so ein bisschen so ein Abklatsch von so einer Pestmaske ist. Das ist so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ja, und die habe ich mir gekauft. Und dann habe ich meinen Kollegen angeschrieben, einen alten Freund, mit dem ich Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatte, weil ich gesehen habe, der hat einen Track released. Und die haben eine Videoproduktion. Und die habe ich angeschrieben, die haben vorgesagt, Gene, komm vorbei, auf jeden Fall, wir machen das. Ja, und dann ist ruckzuck krank entstanden. Und dann habe ich den rausgemacht. Also, ich mache schon Musik, seitdem ich 15 bin. Hab's dann aber 8 oder 9 oder 10 Jahre lang sein lassen und mach effektiv wieder Musik seit krank. Also seit ungefähr 1,5-2 Jahren. Ja, aber dafür trotzdem sehr, sehr gut. Also ich habe dich ja vorher auch nicht auf dem Schirm gehabt. Allein halt nur durch diese Sache mit Mighty halt, ne? Mit Puff Puff, ne? Und ja, Puff Peng. Puff Peng, ja, sorry, Mighty, ne? 3-0, du weißt. Naja. Alles gut, ja. Nee, aber auf jeden Fall, dann, durch das bin ich ja halt erstmal darauf aufmerksam geworden, weil er hat mich auch ein bisschen interessant gemacht, so halt durch dieses Aufturn, neues Label, so, weißt, da ist was Frisches unterwegs und dann habe ich mir auch natürlich gedacht, so, okay, ey, dann checke ich auch mal natürlich die Leute von Aufturn mal ab, ne, und da warst du auf jeden Fall dann auch gerade frisch mit dabei, ne, aber ist krass, wenn man dann eigentlich dann das jetzt gerade so hört, von deiner Seite aus, dass es ja so schnell eigentlich ging, ne? Also, dass ihr das dann eigentlich so, ja, also, soll man sagen? Also, ich habe, ich, es war nicht so kompliziert. Aufgenommen. Ja, es war nicht so kompliziert. Ich bin dahin gefahren, wir haben geschrieben, wir haben ganz viel Kram geschrieben. Wie gesagt, damals, also, die Maske ist ja unter anderem auch so entstanden, dass ich halt, ich habe ja eine Tochter, für die ist ja auch der neue Song Ozean Blau, den wir uns gleich anhören. Und ich habe mir damals gedacht, weißt du was, du musst da was gegen tun. Und damals hatte ich noch so die Attitüde, dass ich gerne den Leuten wirklich vor die Fresse gehauen hätte, für das, was sie da machen. Und daher halt auch die Maske so, weil meine Kleine geht jetzt in den Kindergarten und wenn du irgendwie bekannt wirst, dann wirst du erstmal im kleinen Kreis bekannt. Und wenn ich mir dann überlege, irgendwie meine Tochter hat irgendwie einen Nachteil dadurch, dass ich Musik mache, weil ich halt Leute beleidige und sage, was ich denke, auf eine aggressive Art und Weise, weil viele nicht verstehen, dass Rap auch Competition ist, so. Gerade Battle Rap ist Competition, so. Wir können uns danach zusammen an einen Tisch setzen und wir trinken ein Bierchen, das ist gar kein Thema. Aber das wissen die Außenstehenden nicht. Und ich will halt nicht, dass ich irgendwie meine Tochter abhole und die ist irgendwann traurig, weil sie mit einem Mädchen oder mit einem Jungen aus dem Kindergarten nicht spielen darf, weil der Papa macht ja Assi-Mucke. Verstehst du? Ja, ich bin natürlich ledig, ja, aber ich weiß aber auf ich jeden auch. Fall, aber ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Ne? Also ja, ich habe ja auch kein Kind jetzt oder so, ne? Also ja, ansonsten, so, vielleicht melden sich jetzt auf einmal die Frauen und sagen, ja, hier, ne, hier besuch mal den kleinen Kevin und den kleinen Thomas und den kleinen Giorgio, ja. Aber ja. Bis jetzt kam noch nichts, ja, also jetzt ist alles gut. Nee, aber sei Dank, ey, Ave Maria. Genau, ne, irgendwann mal vielleicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr stark, dass du dann natürlich dir da auch Gedanken drum machst, ne, und und dafür natürlich dann auch ein bisschen so die Verantwortung trägst. Ja, so wenn man das jetzt heutzutage mal sieht mit Shirin David, wie die damit groß werden und anfangen. Also meine Nichte zum Beispiel, ja, da sehe ich ja schon, da wird auch dieses Meme zum Beispiel, dieses in meinem Block werden Paddels geschoben. Ja, so zum Beispiel diese Sonja da. Ey, ne? Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Also wenn wir jetzt mit der Tussi anfangen, ne? Boah. Nicht nur, Katja Krasavice, ja, oder krasser Witz, ja. Auf jeden Fall. Ja. diese ganzen Konsorten, sag ich, ja. So, das ist halt das wirklich einfach Gift. Das ist einfach Gift für die Jugend so und Gift für die Kinder so, finde ich auf jeden Fall. Ja. Allein der Eistee natürlich auch, ja. So, wenn ich was auf den Markt bringe, dann Bartöl, ja, dann etwas, was man natürlich auch mehr braucht. Ja, ich mit meinem Pflaumen bin da ein bisschen raus, so, aber. Bartöl ist das neue Eistee, ja, also, wisst ihr Bescheid, nimmt mir nicht die Idee weg. Aber auf jeden Fall ist das schon mehr Marketing auch, weißt du, ich meine so, es geht ja wirklich eigentlich nur noch ins Marketing so. Deswegen, wie findest du es, wie die Entwicklung geworden ist zum Beispiel, das würde mich gerne interessieren, weil damals hat man ja angefangen, weil man Spaß dran hatte, ne? Du hast ja auch
gesagt, du hast ja seit du 15, ne, seit 15 bist, ne? Ich habe auch mit 15 angefangen. Aufgehört, also wenn es rein nur um das Musikalische geht, mit dem, was ich aufgewachsen bin, dann kann ich mich an gar nichts anderes erinnern, außer Deutschrap und Marius Müller-Westernhagen. Was anderes habe ich nie gehört in meiner Kindheit, wenn ich mich zurückerinnern müsste. So, also mein Cousin war ganz dick connected mit meinem Vater. So, und meine Eltern haben sich früh getrennt und ich war auch oft bei meinem Vater und da lief nur Marius Müller-Westernhagen oder Deutschrap. Mr. Schnabel, Too Strong, wie sie alle heißen. Das lief rauf und runter den ganzen Tag. Also wenn es danach geht, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Mit 6 bin ich von meinem Vater, vom Wochenende bei meinem Vater nach Hause gekommen zu meiner Mutter. Die hatte Besuch von ihren Freundinnen und ich habe da Texte auf einmal aus dem Kopf rausgehauen, so, während die da saßen. War nicht unbedingt cool. Ja. Ups, was habe ich jetzt gemacht? So, nee, auf jeden Fall find ich auch gut, dass du das auch so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, halt so ein bisschen Revue passieren lässt, ne? Und dann natürlich deine Erkenntnis daraus ziehst, ne? So, weil viele tun das ja auch nicht, ne? Die denken sich so, okay, nee, ich würde alles so genauso machen, wie ich das gemacht habe, ne? So. Wo ich jetzt mittlerweile auch selber auch mir eingestehen muss, dass ich viele Dinge auch lieber anders gemacht hätte, ne? So. Und man wird reifer, ne? Man entwickelt sich weiter so, genauso wie mit Musik und sowas, ne? Also da kann ich jetzt zum Beispiel der Rapper Dima, ja, also ich sag ja mal Dimpf, ja, aber das heißt eigentlich Dima, ja, nochmal sorry dafür, Dima, Grüße gehen raus. Da haben wir auch viele drauf reagiert und er macht ja auch mehr den modernen Sound, es geht dann natürlich mehr mit Autotune, mehr um Melodien. Und ich war damals ja der übelste Verfechter, ne? Also ich habe wirklich immer Hip-Hop, immer die Fahne hochgehalten für Oldschool, ja. Aber nur weil ich das selber praktiziere und feiere, so, ne, heißt ja nicht, dass ich mich ja nicht weiterentwickle, so, ne. Und er hat halt auch gedacht, dass ich sowas eher haten würde, so, ne. Aber ich habe mich da ein bisschen frei gemacht, ne, und habe dann auch die Liebe dafür bekommen, ja, so dass ich auch Sachen, die mit Autotune sind, aber wirklich geil klingen, so, dass ich dann das mir dann wirklich geben kann, ne, so, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass es heutzutage so drauf bin, ne, aber das ist dann die Entwicklung, so dass man eine persönliche Entwicklung macht, ne, dass man sich einfach denkt, okay, man kann doch nicht die ganze Zeit immer mit Scheuklappen auf, ne, durch die Welt laufen, sondern man sollte auch mal ein bisschen ein paar Einflüsse von überall auch mal mitnehmen. So, das heißt ja nicht, alles ist scheiße oder so, ne? So, es kommt ja mal drauf an, ob es gut gemacht ist. Dankeschön für den Follower. Kleines 90. Ich glaube schon, dass alles irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Natürlich. Genau. Aber auch nur bis zu einem gewissen Maße. Wir müssen nicht die ganzen Charts und jede Modus Mio Playlist, was sowieso Mist ist, aber wir müssen nicht die ganze Modus Mio Playlist und jeden gottverdammten Markt überschwemmen mit nur noch Autotune und mit nichts anderem mehr. Das ist es. So. Wir müssen irgendwie auch mal ein bisschen so den Mittelwert bewahren. Und ich meine, das kann das, so blöd wie es ja auch klingt, so, ne, das kann der King of Rap Kool Savas nicht alleine. So. Nein, definitiv nicht. Und er zum Beispiel, er macht ja auch jetzt modernere Sachen. Ne? Also jetzt zum Beispiel AMG. Dankeschön für den Follower. Mike XGTD. Ja? Hey, Mikey Boy, danke. Danke. Und auf jeden Fall, zum Beispiel bei Savage, der hat ja auch gesagt, ne, so die Riege der neuen Rapper und so, ne? Wenn die halt auch Respekt für die alten Zeugen, ne, findet das ja auch ganz gut. Was ich natürlich auch dann beherzige. Und aber er zum Beispiel macht ja auch neue Elemente rein. Ne? Oder wenn ich mich nicht weiterentwickelt hätte, hätte ich auch nicht so einen Song gemacht wie Die Geister, die ich rief zum Beispiel. Ne? So. Ne? Man muss ja auch bei sich selber auch mal ein bisschen anfangen und natürlich sein Mindset erweitern auch. Ne? Ja. So, und wie gesagt, keine Scheuklappen auf und sowas, das ist immer der falsche Weg, bin ich der Meinung. Und nicht immer alles verteufeln, ja, egal ob man moderne Musik macht und Oldschool verteufelt, ist genauso schlimm, wie wenn man Oldschooler ist und moderne Sachen verteufelt, ne, also es ist beides auf jeden Fall nicht gut, ja, man sollte eigentlich so die goldene Mitte finden, so, und ich sage immer, gut gemachte Musik, ja, kann doch egal welche Sparte sein, ja, es kann etwas Klassisches sein, ja, und da findet man etwas schön
Ist sowieso am Ende Geschmackssache, ne? So, und deine Musik begibt sich ja auch ein bisschen mehr ins Modernere, würde ich mal sagen. Ne? Ist auch ja, ein bisschen, ja, ja, also ich glaube, dass ich auf jeden Fall... Nur lebe! Ich bin auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass ich oldschool bin und auch gerade zum Beispiel meine Texte ziemlich oldschool strukturiert sind, wie du zum Beispiel gesagt hast, so, da sind nicht so die so Reim auf Reim auf Reim auf Reim auf Reim, sondern so bei mir ist halt wirklich noch so dieses Message over Aesthetic. So, und das glaube ich schon, dass das oldschool ist. Aber Dankeschön, warte ganz kurz. Dankeschön für den Host. Ja, mit 3 Zuschauern. Dankeschön auf jeden Fall an Mike XGDT und sorry, dass ich unterbrochen habe. Alles gut, kein Problem. Mike ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. Das ist der Bruder von meiner besten Freundin. Ja, also alles easy. Da können wir euch mal unterbrechen. Liebe geht raus. Ja, Dankeschön auf jeden Fall für den Support. Liebe geht raus. Also ich glaube schon, dass ich oldschool bin. Aber mit einem New School Sound. Das ist gut. So was heißt mit einem New School Sound? Ich glaube mit Mischung. Ein paar Elementen aus einem New School Sound. Also ich will nicht verneinen, dass wir bei dem Meine Welt Song nicht zum Beispiel in der Hook Autotune benutzt haben. Aber halt wirklich auch nur den Effekt davon. So, ich kann nicht singen und wir machen das jetzt und dann klingt das gut, aber eigentlich bin ich scheiße gemacht. So. Sondern wir haben einfach gemacht, so, ey, ich kann sowieso, eigentlich ist das okay, wie ich singe. Das kann man sich vielleicht mal anhören, wenn man unter der Dusche steht. Und wenn wir da jetzt einen gewissen Effekt drauf knallen, dann klingt es halt relativ melodisch. So, ne? Solange es nicht wie bei Keylight oder was wir da gestern abgecheckt haben, ne? Das war grauenvoll. Ne? Wir wollen den Boy jetzt ja nicht zu Tode haten, aber das war schon unterste Schublade wie Vibratoren auf jeden Fall. Ja, wisst ihr Bescheid. Naja, also für die es noch nicht gesehen haben, bitte einmal offline nochmal reinziehen. Ich hoffe, dass derjenige sich auch mal bei mir meldet. Ich hate niemanden so gesehen, ja, aber ich sag mal eine offene und ehrliche Meinung. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also an alle Leute. Wenn schlägst du an Schmutz, ganz im Ernst. Ich muss mal kurz das Fenster aufmachen. Ihr dürft halt nicht vergessen, ne? Wir hatten noch mal etwas abgecheckt. Da habe ich sogar meine Ohren zugehalten und habe gesagt so, meine Ohren! Ja, und derjenige hat mir auch keine Morddrohungen ins Haus flattern lassen oder so. Der hat sogar gesagt, hey, verstehe ich, ne? Ist deine Meinung, ist alles cool. Vielleicht mache ich mach das halt beim nächsten Mal besser, ja? So, und da habe ich ihn auch sehr krass kritisiert, ne? Weil, auch textlich. Weil da waren Sachen, er hat nämlich jemanden gebettelt und hat dann irgendwie zu dem anderen gesagt, also der hat ihn ausgelacht, weil er als Koch arbeitet, ja, so, und ich dachte mir so, warum, der hat doch Arbeit, ist doch geil, ja, und der ist sogar der hat schon seine Ausbildung fertig, das heißt, der ist gelernter Koch, ist doch easy, Alter, nice, ja, der locker macht, weg, Alter, ja, Mann, ey, locker jeder, leben, Mensch, Mann. Jeder Mensch, der irgendwie arbeiten geht, egal wofür er arbeiten geht, der geht arbeiten, oder irgendwas verkehrt. Und Twitch ist ja so gesehen ja auch Arbeit, auch wenn ich damit vielleicht jetzt nicht meinen Lebensunterhalt verdiene, ja, aber ey, wartet ab, ich bin jetzt gerade neu hergezogen. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich von der Mucke allein jetzt noch nicht leben kann oder so. Ja, vielleicht irgendwann, wer weiß. Aber auch nicht von Twitch. Vielleicht auch irgendwann mal. Deswegen muss man halt auch einen Plan B haben, ne? Wie siehst du das zum Beispiel, Genius? Ja, du bist ja am Arbeiten, ne? So, darf man ja auch nicht. Ich bin am Arbeiten. Ich bin am Arbeiten. Workaholic. Ich bin nebenbei am Arbeiten. Also, was heißt, ich bin nebenbei am Arbeiten? Ich bin hauptberuflich am Arbeiten und mache nebenbei Musik. Natürlich soll das nicht so bleiben. So rum, genau. Aber. Also es wäre natürlich schön, wenn es andersrum wäre, ne? Wenn ich hauptberuflich Musiker wäre und nebenbei arbeiten. Noch schöner wäre es natürlich, wenn ich hauptberuflich Musiker wäre und ich müsste gar nicht mehr arbeiten. Normal, das wäre natürlich schön, normal, aber dafür fahre ich vielleicht dann doch den falschen Film, ich weiß es nicht. Ja, ich würde nicht sagen, der falsche Film. Da gibt es ja halt dieses, dass man ja heutzutage in Playlisten sich dann zum Beispiel dann reinbegibt. Ja, oder zum Beispiel auch extra nochmal guckt, dass man. Manche tun ja auch irgendwie Klicks kaufen und sowas, ne? Das ist ja heutzutage ja auch gang und gäbe. Oder ne, halt Promo halt, ne? Dass man halt Promo extra kauft und sowas, ne? Ist ja auch so eine Art Klick kaufen, aber es ist ja legal, es ist ja normal. Das macht ja jedes Geschäft so gesehen. Ne? Also, wenn du natürlich, es ist natürlich möglich, na klar, nimm 50.000 Euro in die Hand und es ist kein Geheimnis, dass du morgen in den Top 10 bist. So, das ist kein Geheimnis. Ja, die richtige Marketing halt, ne? Aber genau, ja, da kommen wir ja wieder dazu, ne? Wo ich ja gefragt habe, wie siehst du das denn, wie die Entwicklung jetzt ist? Weil heutzutage ist ja wirklich alles sehr auf Marketingbasis, dass die Leute wirklich schon wie Geschäftsmänner denken. Also ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Mucke zu machen, so, da waren wir keine Geschäftsmänner. Also da ging es nicht darum, wie viele Klicks macht man, wie viele Leute zieht man an,
Wie viel Reichweite macht man dadurch? Wie kommt die Musik bei den Leuten, ne, bei den Zuschauern rein und sowas? Und wie vermarkte ich das Ganze und so? Heutzutage ist das eine richtige Politik geworden, halt, so eine Vermarktungsstrategie. Man ist eigentlich schon Marketing-Manager, wenn man schon Künstler ist, ne? Wenn man schon ein paar Jahre am Start ist, Musik macht, digitalen Vertrieb mittlerweile auch hat, wo man die Sachen, die dann in die Stores ballern und oder bei einem Label ist und sowas, ne? Das ist ja heutzutage wirklich übelstes Marketing geworden. Also ich finde, im Grunde ist das mit dem Marketing gar nicht schlecht so, weil die Möglichkeiten, dich zu verkaufen und der Masse zu präsentieren, sind halt riesig geworden. Aber ich finde die Art und Weise, wie, einfach scheiße. Wenn ich mir überlege, dass es irgendwie eine Seite gibt wie Shoutout geht raus an hiphop.de, vielen Gruß auch, dass ihr meine Nachrichten nicht lest. Gruß geht raus. Was so und zu welchem Preis? Und das ist immer das Ding. Es hat immer irgendwie alles mittlerweile einen Preis. Guck dir mal an, was das kostet, wenn du nur eine Story-Erwähnung willst, ohne Swipe-Up, nur mit deinem Namen drauf, bei irgendeiner bekannten Hip-Hop-Seite. So. Für was? Entweder leben wir Hip-Hop oder wir leben Hip-Hop nicht. Und entweder gönne ich Hack oder ich gönne Hack nicht. Und nicht, du bezahlst mir was, damit ich dich mal erwähne. So. Ja, das ist halt eine Dienstleistung geworden, sagen wir es mal so. Also eine richtige Dienstleistung. Kann nicht sein, dass irgendjemand, der Schmutz produziert, aber reiche Eltern hat, seinen Scheiß überall reinkaufen kann und wird dadurch noch viel reicher, aber jemand, der es wirklich drauf hat, egal wer, aber völlig broke ist, schafft es nie aus seinem Keller raus, so, obwohl er Sutterer. Ja, irgendein Gott schafft es nicht aus seinem Sutterer raus, so. Dankeschön. Bad Cherry 277, danke auch für deinen Follower. Nee, ist wirklich so. Ja, also da kommt man halt dann wirklich dann auch nicht raus so. Ja, und heutzutage, ne, es ist teuer. Ne? Es gibt so viele Beat-Produzenten, die natürlich, ne, wenn du da ein Album oder so produzierst, dann musst du natürlich auch Fotoshooting, Beats, Mix und Mastering, ja, ist alles teuer. So, wenn du da nicht deine Leute hast, wirklich mit Leuten auch zusammenarbeitest, wo auch dir selber auch helfen wollen, ja, und man gemeinsam sich supportet, ja, und gemeinsam den Weg geht. Ne? Viele sind ja darauf aus, ihr eigenen Hack dadurch zu holen, ne? Anstatt dass man einfach gönnt und sagt, okay, komm, wir machen den Weg zusammen oder wir machen das als Team und jeder hat was davon, ne? Was ich natürlich viel besser finde, so zum Beispiel, ne? Dass man halt miteinander arbeitet und jeder was davon hat, anstatt dass man einfach nur, ja, komm, ich kaufe mir jetzt das. Und dann ist es ja ist ein bisschen seelenlos, finde ich, ja. Du gehst halt in ein Geschäft, du holst dir was und du schätzt es eigentlich nicht so, wie als hättest du das einfach zusammen mit demjenigen produziert und der glaubt an dich. Und er ist, ne, Shoutouts gehen raus an Sidekick Beats, ja, der natürlich auch was von mir bekommt, so, aber nicht in dem Sinne, ne? Weil das einfach unbezahlbar ist. Dankeschön für den Follower. Ne? Merci X-Pain. Ne, weil das ist ja Unmengen an Geld, ne, was man heutzutage so allein schon für die Produktion alles latzen muss. Ne? Ja, so, wenn du da kein Label hast, wenn du da keine Unterstützung hast und das wirklich alles auf eigener Faust machst, so aus eigener Faust dann und aus eigener Tasche, dann ist es, ne, Musikvideos, ne, kommt ja auch noch dazu. Würde ich nicht schaffen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mir das angucke, was Nage, Grüße gehen raus, und Robin da an Zeit, an Geld, an Arbeit reinstecken, ja, kann ich nicht bezahlen. Wie soll ich das bezahlen? Wir haben es bei dem Meine Welt Video gesehen. Was glaubst du, was da für Kosten auf meinen Kopf geprasselt wären, wenn ich das hätte bezahlen müssen? So, also, nee, auf keinen Fall. Und das ist halt wieder das Ding so. Es kostet alles irgendwie Geld und dann wird halt aus Scheiße Gold gemacht. So. Ja, guck mal, man bezahlt ja, ne, aber das sind dann Freundschaftspreise. Oder man kann sagen so, man unterstützt sich ja auch gegenseitig. Man gibt natürlich auch Hack, man gibt auch Geld, ja. So, aber, ja. Es wird niemals so gerecht, ne, als wie wenn man das wirklich denjenigen das Geld geben würde, so gesehen, ja. So, man müsste eigentlich noch viel, viel mehr da investieren, so gesehen. Aber derjenige hat dann ein Verständnis und arbeitet mit einem zusammen und sagt, hey, es ist auf jeden Fall korrekt, dass du überhaupt mit mir, dass wir das zusammen machen und dass wir uns einfach gegenseitig uns helfen und dass da überhaupt was bei rumkommt, ne, so gesehen, ne, weil, wie gesagt, dann man muss sich halt, eine Hand wäscht die andere, sagen wir mal, ne. So, und beide das Gesicht, ne? Genau, so. Ja. Und es ist halt wichtig, dass man halt Leute hat, wo man dann vielleicht das halt noch bezahlbar ist, ja?
Das ist das richtige Stichwort. Das muss ja bezahlbar sein. Ja? Nicht nur schwarz ja, soll bezahlbar bleiben, ja, ne? Sondern das auch im Booker an sich. Ja? Und heutzutage schimpft sich ja jeder ein Produzent. Heutzutage schimpft sich ja auch jeder ein Rapper und so. Ne? Und da geht ja auch ein bisschen die Qualität unter, auch mit Mix und Masterings und so. Da gibt es ja auch Leute wie Sand am Meer, die dann halt 5 Euro aufwärts irgendwas anbieten und so. Ne? Aber du brauchst auch jemanden, der mit deiner Stimme, mit deinem Werkzeug genauso gut umgeht, wie du ans Mic gehst und mit deinem Werkzeug hantierst. Ne? Ja. So, und das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und da kannst du ja auch nicht einfach jeden x-beliebigen nehmen, der für 5 Euro das da anbietet, ne? Zum Beispiel. Ne? So, es war auch schwer für mich halt, dass ich den richtigen hab, der für mich halt das Mix und Mastering genauso macht, dass meine Stimme auch perfekt klingt. Ne? Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Nee. Ist ein wichtiger Punkt. Definitiv. So, wir gehen natürlich noch auf die Fragen hier noch ein. Ne? Sorry. Ja. Ich kann gar nicht mehr lesen. Was steht denn oben drüber? Du kannst ja nicht scrollen durch. Ich sehe gar nichts mehr. So, ich guck mal. Also wir hatten auf jeden Fall, da sind wir stehen geblieben. Seit wann machst du Musik? Das hast du ja beantwortet. Dann wäre es bloß dieses wundervolle Mädchen auf dem Cover. Da habe ich nicht ganz verstanden. Puppe? Muss man nochmal sagen. Wenn du... Puppe ist die Mama von meiner Tochter. Ah, okay. Und auf dem Cover von dem Ozean Blau Song bin ich mit meiner Tochter, wie sie mir die Maske hochzieht. Oh, das ist doch schön. Ja. Da haben wir doch, ne, da haben wir das doch. Das ist auch, finde ich auch schön, dass das sogar auch die Mutter deiner Tochter auch hier dabei ist. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Das ist schön, ja. Dass da auch der Zusammenhalt da ist und der Support auch, ne? Auf jeden Fall, danke. Schön, dich dabei hier zu haben, ne? So. Yes, sir. Wenn man das mal so sagen darf. Und, ja, auf jeden Fall, natürlich. Was trinkst du da? Also, ich weiß jetzt nicht, ob der Mr. Eichli jetzt mich damit meint oder meinen Gast, den Genius, ja? Also, ich kann es ja schon mal sagen, das ist vom Penny, Eigenmarke, ja? Cola hier Zero, ja? Die billige Cola. Die schmeckt aber eigentlich ganz cool. Also gefällt mir. Ja? Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich trinke Netto-Eigenmarke Zitronensprudel oder 5.0 Original oder 2.5 Original oder Rockstar. Da bleibt man wach. Dankeschön für den Follower. Nanny501, Dankeschön für den Follower. Guck mal, nee. Da habe ich dich als Gast hier drin und es schallern einfach die ganzen Follower rein. Ne? Also wirklich, das, ganz, ganz viel Liebe raus. Ja, Dankeschön. Das hilft auf jeden Fall weiter, ne? Dass wir noch größer werden. Und guck mal, es sind schon 15 Leute hier drin. Leute. Sehr gerne. Siehst du, der Hype ist real. Ne? Ja, ist auch. Hey, was erwartest du? Junge. Ja, der Genie. Guck mal, das ist es ja. Ne? Viele sagen ja so, guck mal, wenn du Leute, die jetzt nicht super bekannt sind, so gesehen, ja, underground sind oder Newcomer, ja, das bringt doch keine Klicks, das bringt doch keine Reichweite, das bringt doch keine Zuschauer rein und so. Leute, doch, seht ihr doch. Ja, wir haben bis jetzt immer viele Zuschauer gehabt, egal wie bekannt der Künstler ist, ja, so, die Leute gönnen, ja, die Leute kommen hier rein, die Leute haben Bock auf so ein Format und das ist schön, ja, das muss man jetzt einfach nochmal erwähnt haben, ja, damit ihr auch mal diese Scheuklappen weg habt, ne, dass es halt um Qualität geht, um den Talk, es ist ja auch kein richtiges Interview. Es ist ja eigentlich, ist ja ein Talk, ne? Auch spontan. Wir quatschen ein bisschen, ne? So als würden wir jetzt einfach auf Instagram zum Beispiel auch mal wieder live gehen und einfach miteinander quatschen, indem du mich reinholst, ich dich reinhol, ne? Und man hört im Hintergrund noch schön Crackpack-Musik, ja? So, und da passt doch ganz gut, ne? So, das war ein Stumpfwitz und, Junge, nicht zu deep werden hier. Naja, wird schon Emporio Armani, ja? So, was haben wir denn noch für Fragen? Da muss ich jetzt mal gucken, das war noch mit den Sternkindern. Boah, das ist ja aber ganz schön weit hinten. So, wie lange hast du gebraucht? Also, Pain Puppet 666 fragt hier, wie lange hast du gebraucht, bis der Text zum neuen Song so war, wie du es wolltest? Okay, der braucht ein bisschen. Wie lange hat es gebraucht, bis der Text so war, bis ich ihn wollte? Also der Text war spooky schnell fertig. Ganz extrem schnell. Dankeschön für den Follower. Alex Staub. 189.
Der Text war sehr schnell fertig. Der Text an sich oder das Grundgerüst oder die Idee für den Text stand innerhalb von Sekunden. So, dann habe ich mich einfach hingesetzt und wenn ich einmal angefangen habe und habe ein Thema und ich weiß, worüber ich schreiben will, dann geht's halt los. So, dann schreibe ich einfach drauf los und dann schreibe ich erstmal nur Stichpunkte auf, was ich sagen will und dann suche ich dafür halt die Reime. Ob die nun mehrfach sind oder wirklich nur Zeile für Zeile oder A, B, A, B oder A, B, B, A, was weiß ich, scheißegal. Das kommt halt alles ziemlich spät, aber der Text fertig im Groben und Ganzen in ein paar Stunden tatsächlich. Die Hook hat ein bisschen länger gedauert und die Hook war auch bis ziemlich weit zum Ende gar nicht fest. Weil da noch jemand dazugekommen ist, der sehr, sehr talentiert ist und der mir sehr, sehr, sehr geholfen hat. Schöne Grüße gehen raus an Nick March auf jeden Fall an dieser Stelle. Der mir da sehr, sehr geholfen hat. Der hat dann gesagt, pass auf, vielleicht sollten wir das so machen. Und auch Robin und auch Nate haben nochmal gesagt, ey, pass auf, das ist cool. Aber irgendwie, irgendwas fehlt. So, ich hatte eine sehr lange Pause damals in der Hook. Die haben wir aufgefüllt mit noch ein paar Wörtern. Und der ganze Text war fertig. Der Text war final fertig, als das Lied fertig war. Bis dahin war irgendwie noch alles offen. Ja.